willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video geht es rund um das Thema Beauty-Mythen. Denn da gibt es ja so unendlich viele Aussagen, wo man einfach nicht weiß, stimmt das? Soll ich mich danach richten? Soll ich das so machen? Teilweise Sachen, die wir noch von unseren Großeltern irgendwann mal gesagt bekommen haben. Und ich habe mir den ein oder anderen Mythos mal ein bisschen genauer angeguckt. Und in diesem Video gibt es ein paar Aufklärungen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Mythos Nummer 1. Haare kämmen lässt die Haare glänzen. Durch das Haare kämmen wird nämlich die Durchblutung an der Kopfhaut angeregt und dadurch wird die Talgproduktion gesteigert. Das heißt, die Haare fangen an zu fetten und wenn man dann das Fett sozusagen mit der Bürste durch die Haare zieht, dann fangen sie an zu glänzen. Aber ihr merkt schon, so ganz funktioniert das nicht, denn wenn man das zu oft macht, dann kriegt man einfach nur fettige Haare. Deswegen verzichtet lieber drauf und wenn ihr wollt, dass eure Haare schön glänzen, dann benutzt einfach passende Pflegeprodukte. Mythos Nummer 2. Mascara macht die Wimpern brüchig. Ja, angeblich sollen die Wimpern von der Mascara austrocknen und abbrechen können, aber das stimmt zum Glück überhaupt nicht, denn im Gegenteil, in den heutigen Mascaras sind ganz, ganz viele Pflegeöle und Vitamine enthalten, die den Wimpern sogar gut tun und die teilweise sogar wichtig für die Wimpern sind. Von daher braucht ihr keine Angst zu haben und könnt trotzdem täglich eure Wimpern schminken. Aber eine Sache ist ganz, ganz wichtig und die bringt eure Wimpern wirklich zum Brechen. Und das ist, wenn ihr euch abends nicht abschminkt. Also immer darauf achten, immer dran denken, ich bin auch manchmal zu faul, aber wenn ihr das beachtet, dann passiert eure Wimpern nichts. Mythos Nummer 3. Pusten lässt den Nagellack schneller trocknen. Dieser Mythos hat mich irgendwie komplett verwundert, weil ich selber total davon ausgegangen bin, bis zu diesem Zeitpunkt, dass wenn man die Nägel anpustet, dass sie schneller trocknen. Ich habe das immer gemacht. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich es jetzt besser weiß. Denn das stimmt natürlich nicht. Wenn man mal genau darüber nachdenkt, dann merkt man auch, dass es überhaupt nicht stimmen kann. Denn der Atem ist natürlich feucht. Und wenn man den feuchten Atem auf etwas Feuchtes pustet, was eigentlich trocknen soll, dann verzögert man natürlich nur den Trocknungsprozess. Von daher lieber hinsetzen, abwarten und Tee trinken. Am besten lackiert ihr euch immer die Fingernägel irgendwann, wenn ihr eure Hände gerade nicht benutzen müsst. Ich mache das super gerne, wenn ich zum Beispiel einfach Fernsehen gucke und dann vergeht die Zeit ganz schnell. Oder wenn ihr es mal ganz, ganz eilig habt, könnt ihr natürlich auch ein spezielles Trocknungsspray oder Trocknungstropfen kaufen und die einfach da drauf machen und dann geht das auch ratzfatz. Mythos Nummer 4. Spitzenschneiden fördert das Haarwachstum. Ja, ja, das wäre wunderschön, wenn dieser Mythos stimmen würde. Ich habe teilweise wirklich auch dran geglaubt, weil ich die Aussage sogar von Friseuren gehört habe. Aber leider stimmt das nicht, dass wenn man sich die Spitzen regelmäßig schneidet, dass die Haare schneller wachsen. Denn das Haarwachstum kommt ja nicht aus den Spitzen, sondern die Haare wachsen an der Haarwurzel in der Kopfhaut. Und die merken das natürlich überhaupt nicht, wenn die Spitzen abgeschnitten werden. Das Einzige, was einen Unterschied macht, ist, wenn man sich die dünnen, kaputten Spitzen abschneidet, dann wirken die Haare für einen selber einfach viel fülliger und dicker und natürlich auch gesünder. Das heißt, das kann man damit bewirken, aber schneller wachsen tun die Haare davon leider nicht. Mythos Nummer 5. Backpulver macht die Zähne weißer. Ja, diesen Mythos kennt, glaube ich, jeder von euch. Wahrscheinlich haben es einige auch schon ausprobiert. Es stimmt zwar auf der einen Seite tatsächlich, wenn man sich ab und zu mal mit Backpulver die Zähne putzt, dann werden wirklich ganz viele Verfärbungen von den Zähnen abgerubbelt und die Zähne werden weißer. Aber das solltet ihr auf keinen Fall machen, denn in Backpulver ist ganz viel Natron drin und wenn ihr damit so doll über eure Zähne reibt, dann entzündet sich euer komplettes Zahnfleisch, es fängt an zu bluten. Das ist einfach ganz, ganz schädlich. Deswegen lasst es lieber. Mythos Nummer 6. Chips und Schokolade verursachen Pickel. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass dieser Mythos nicht stimmt, denn ich liebe Chips und Schokolade über alles. Ja, es gibt wirklich bis jetzt noch keine einzige Studie, die irgendeinen Zusammenhang finden konnte zwischen dem Pickelwachstum und dem Verzehr von Schokolade und Chips. Das Einzige, wodurch Pickel entstehen, sind einfach verstopfte Hautporen und ob ihr die vermehrt habt oder nicht, das liegt einfach in euren Genen und da könnt ihr leider überhaupt nichts machen.
Außer man kann natürlich was gegen die Pickel machen. Und hier kommen wir schon direkt zum nächsten Mythos. Mythos Nummer 7. Zahnpasta hilft gegen Pickel. Hier müsst ihr wirklich aufpassen. Es gibt zwar tatsächlich Zahnpasta, die zum Beispiel Zink enthält oder irgendwelche Stoffe, die entzündungshemmend wirken. Das heißt, wenn man die richtige Zahnpasta erwischt, dann kann man den Pickel damit sogar bekämpfen. Aber ganz, ganz viele Ärzte raten davon auf jeden Fall ab, weil auch in fast jeder Zahnpasta Stoffe drin sind, wie zum Beispiel Menthol. Und die verschlimmern das Ganze einfach nur und reizen die Haut ganz, ganz dolle. Deswegen legt die Zahnpasta lieber weg und benutzt irgendein Peeling oder wartet, bis der Pickel von alleine weggegangen ist. So, meine Lieben, das war's mit meinem Video rund um das Thema Beauty-Mythen. Ich fand's einfach für mich selbst persönlich mega interessant und wollte euch einfach meine neuen Informationen auch mitteilen. Ich würde gerne wissen, was kennt ihr noch für Beauty-Mythen und vor allem, was war euch schon bekannt und was ist jetzt neu für euch gewesen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und am Ende gibt es natürlich wieder eine Videofrage. Wenn ihr nochmal Bock auf ein lustiges Video mit der Dagi habt, denn es kam ja ziemlich lange kein Video mit der Dagi mehr, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, dass wir das sehen. Und dann machen wir ganz sicher bald wieder ein richtig lustiges Video für euch zusammen. Ja, und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich. Hoffentlich seid ihr auch bei meinem nächsten Video wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss. So, am Ende habe ich euch nochmal die riesige Überraschung verlinkt. Das ist jetzt eure letzte Gelegenheit, denn ihr könnt ein Wochenende mit mir und Julian gewinnen. Die Verlosung geht noch bis Sonntag, also schaut bei dem Video vorbei. Und auf der anderen Seite gibt es 7 Beauty-Sünden. Auch ein sehr interessantes Video, auch sehenswert. Also hoffentlich bis gleich und tschüss.